Oh, Igel, was geht? Pflaumen, ja. Oh, du auch hier. Hey und willkommen zu Mario Kart 8 Deluxe, dem ersten Booster Pack, das heißt mit den ersten neuen alten Strecken, die innerhalb des Mario Kart 8 Deluxe DLCs hinzugekommen sind, mit dabei sind all diese Leute. Viel Spaß. Die Verstehungssteuerung. Warte. Hurra! Suche nach Spielern. Suche. Jammer, schade. Ich wollte gerade fragen, wer ist das Mädchen? Was ist der Taube? Du Sohn. Warte, für mich ist der aus. Standard. Komm leicht. Was für komm leicht? Acht rennen. Wenn du willst. Da, Alter. Da sind sie. Alter. Du musst das Menü, du musst. So. Oh, ah, das ist ja wirklich. Ist das nur ein Cup? Ah, ne, sind zwei, okay. Sind zwei. Man hat zwei. So. Warte. Ich kenne nur den ersten. Wir müssen das erste ist. Also Paris. Ja. Okay. Oh. Oh, danach war mal kurz 7 Strecken. Ich hab's. Och, mein Igel. Und wisst ihr, wie merkwürdig das ist, dass wir jetzt eine Strecke haben, die aus Mario Kart Tour ist? Ich glaube, ich hab die Facecam in die falsche Ecke gepackt, kann das sein? Ja, ist aber auch wurscht. Scheiß drauf. Okay. Ah, oh, richtig. Müssen wir jetzt damit leben. Hi, Aufnahme, was geht? Mein Igel war der eine, der die falsche Strecke ausgewählt hat. Ja, und es wird auch wurscht. Stell dir vor, wir hätten die bekommen. Erstmal hätten alle Igan geschrien. Okay. Ach Mann, wer sind die beiden Gold-Mario-Fotzen? Wer von euch sagt einer, dass die Map scheiße aussieht? Die sieht super aus. Die Map sieht scheiße aus. Oh Gott, was? Ja. Ich wollte gleich gerade ausfahren, ich war voll verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was sagt komm her, Igler. Mann. Ich bin direkt durch die Mitte gekommen. Wisst ihr, woran man merkt, dass das eine Mario Kart-Tour-Strecke ist? Es ist eine sehr breite Straße. Ja. Ich hab übrigens. Ja, gut, das ist Paris. Also ich als jemand, der in Paris ist, schon mal war, kann definitiv sagen, dass die Straßen zwar so breit sind, aber mein Gott, definitiv nicht so leer. Aber die riesige Piranha-Pflanze, die ist akkurat. Also ja, die ist schon sehr akkurat. Ich war noch nie in Paris, aber ich hab Bilder gesehen. Sonny, hast du die Kokospromenade gesehen? Die ist genauso breit. Gott, warte, also ich raffe jetzt erstmal diese Map. WTF? Was ist das für eine Map? Ich kapier sie gar nicht. Wo muss ich lang? Ach, also Paris. Alter. Jetzt hat jemand welche Touri-Sachen verkauft. Echt? Ich fang jetzt erst an. Ich kann übrigens auch sagen, dass diese... Wo sind denn zwei Gold-Marios? Ich kann auch definitiv sagen, dass diese Musik auch einfach akkurat ist. Du hast sie überall in Paris. Immer überall, egal wo du bist. Ich glaube, hier kann man übelst geil abkürzen, aber ich habe keine verdammte Ahnung. Ey, Igel, das finde ich echt nicht mal so in Ordnung. Wait, das ist ja eine Abkürzung, oh mein Gott. Ja, ich weiß nicht, wann die kommt, ich bin immer voll verwirrt. Diese Map verwirrt. Hey, wo ist eigentlich die generische, wo ist eigentlich... Warum kommt er jetzt entgegen? Wir haben Schwarzfahrer, was? Die generische Flugstelle war da schon. Nein, die generische Gravity-Stelle. Das ist ja nicht Mario Kart 7, da kommt die generische Flugstelle. Alter, ich bin so ultra verwirrt, ich bin auf einmal Siebter, hä? Oh mein Gott, du Hund, du bist jetzt Sechster. Ja, hab ich mitbekommen. Warum ist die dritte Runde jetzt so viel länger als die anderen? Was geht? Weil die anderen da sind. Die haben den anderen aufgemacht. Ja, aber wir haben jetzt einfach einmal diesen Kreis da gedreht und jetzt kommt die normale Runde. Er verwirrt mich so ultra mega mies. Ja. Runde ist so. Und man fällt jetzt auch einmal aus der falschen Richtung aufs Ziel. Ach, man fährt auf der. Ach so! Jetzt man fährt die Runde einmal komplett anders. Das ist irgendwie voll verdammt cool. Das ist echt cool, aber ich bin so verwirrt. Wisst ihr was? Igla und Noah werden gebannt wegen den Goldmann. Wisst ihr, was mir gefällt? Es ist lange her, aber es waren mal wieder 5 Deutsche in Paris und haben es eingenommen. Was du jetzt? So, jetzt nächstes Todespiste, gell? Ja, so oh! Heimvorteil! Heimvorteil!
Etwas Nachsicht, bitte! Ich frage mich, welche Map angenommen wird. Ich frage mich, ob es der gelbe oder der grüne ist. Es ist der rote. Der ausgewählt hat, hat immer automatisch verloren. Also, Ike, du musst jetzt stehen bleiben. Sagt okay, er mit 5 Punkten. Kommen, seine dabei haben. Es ist so langsam, warum ist das so langsam? Aber ich mag die Map nicht. Warum magst du die Map nicht? Das war über 7 Map. Ich hasse diese ganzen generischen Pisten von wegen. Es ist halt die typische allererste Piste in dem Spiel. Wixers Piste. Ich hab keine Ahnung von Mario Kart 7. Es ist die erste Strecke in Mario Kart 7. Ich hab keine Ahnung von Mario Kart 7 Piste. Hier erstmal auf den Gras abschießen. Ja, aber ich hab's gerade nicht gerade klar komme. Wisst ihr, wie gut es sich anfühlt, diese Musik in Mario Kart 8 zu hören? Ich hör die halt nicht, weil mein Gehirn ist auch nur auf Geschrei gefühlt. Fahr weiter. Oder fahr weiter, ich bleib stehen. Ich hab so viele Kommentare gelesen, dass die Seiten hier irgendwie voll generisch und voll falsch aussehen. Ja, hä? Ja, aber mein Gott, was erwartest du? Na, habt ihr euch mal andere Strecken angesehen? Like, die haben alle einen unterschiedlichen Artstyle, das ist normal. Das hat nichts mit dem DLC zu tun. Aber ich meine, am Anfang, also ganz ehrlich, das sind jetzt wahrscheinlich die nächsten paar Tage zu Tode gesucht wird. Ich muss sagen, ich fand die Strecken nicht so geil, aber jetzt, wo die fertig sind, sehen die schon ein bisschen geiler aus. Aber wer hat das nur erwartet? Was? Ich weiß nicht, klar, aber ich kenne Nintendo. Hallo Gold, mach es hin, am hinten zu bleiben. Ja. Noah, verpiss dich. Raus da. Nein. Na, wahrscheinlich habe ich einmal getroffen in den Platz 5. Nein. Bob. Oh Mann. Ich hab dich getroffen und du fährst trotzdem weiter. Blödes Diesing. Oh verdammte, help! Wo kann denn der Front jetzt her? Ich hab eigentlich 5 Sekunden. Ich bin ganz hinter dir. Ich bin 2,5 Runden Erster! Wow, Taube, guter Charakter übrigens. Danke. Mir gefällt Taubes Name nicht. Der Schwarze ist nichts über den schwarzen Josch. Ah, Schwarzer ist eigentlich doch als Schwarzer Josch. Die Kreuzritter. Schokosum. Oh mein Gott, den Schreck habe ich geliebt in der ersten Teil. Ja, das wird ja auch gerade sein. Ja. Diese verfickte Mission mit diesen Fake-Boxen. Ja. Das ist das erste, was man... Who the fuck are you? Wer ist das? Das ist Cat? Rote Augen, blond, das ist Cat. Nein, das ist einfach Cat. Mann! Welcher Notion ist das? Was zum... Ey, die machst... Was soll das denn? Wer ist das? Mina, wer ist Mina? Wer hat eine Mina als Freundin? Ich hab keine. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Können wir jetzt einfach alle fokussen? Ja, okay. Wie kann man Leute fokussen in Mario Kart? indem du einfach die ganze Zeit hinter ihr bist. Aber ich fahr schon mal vor. Kann man irgendwie Vault kicken? Indem du die ganze Zeit hinter ihr bist. Ich fahr schon mal vor. Wow. Aber kann man nicht so eine Art Wartelobby mit Tod oder sowas machen? Wisst ihr, was das größte Problem an der Sache ist? Es ist nicht nur so, dass sie einen random Checker ausgewählt hat, weil wir bekommen die auch noch. Ja! Weil wir haben einfach alle 6 selben Strecken und die will ja halt was anderes. Das ist ein schlechtes Karma. Ich hab schon mal Strecken gesehen. Leck mich. Also ich muss schon sagen, ich finde es cool, dass sie ins Booster Pack eine Strecke von Mario Kart 8 reingepackt haben. Also hat man lange nicht. Ja, das ist echt cool. Da hat man mal weg. Crazy Boys. Crazy. Für mich, weil sie haben versprochen, von jedem Mainline Mario Kart eine Strecke. Also sie haben sich dran gehalten. Bombe. Mann, wie nur noch im Schreien fährt der Vollidiot. Aber geh weg. Wisst ihr, was ich hoffe? Ihr kennt doch bei YouTube dieses kleine Mouse-Over, was kommt, wenn man mit dem Maus drüber geht und dann kommt so ein kleiner Videoschnipsel aus dem Video. Ja. Ich hoffe bei diesem Video, weil das genau diese Strecke und alles sind total verwirrt. Kann man das nicht einfach rauscutten? Nee. Ich könnte es rauscutten. Aber ich möchte es nicht. Das wäre nicht so lustig. Ja, also, das ist super. Flank, geh weg. Getroffen, Johnny, du bist Freeway Cola!
Eine Welt ist mir egal, Huren. Jetzt, Igel, hör auf. Oh mein Gott, ja, Igel, komm her. Oh ja, ich weiß. Was? Ey, jetzt. Komm her, ich faul, ey. Fuck! Ich bin voll gegen die Wand gegangen. Ich wusste gar nicht, dass Taube so große Taube ist, voll gegen mich schießt. Über große Dinger von Taube reden. Komm her. Oh, da hab ich immer Noah getroffen, hat er einen Stern mehr. Oh mein Gott! Die Frage ist, dass du einen Stern hast, aber ich bleib trotzdem neben dir geblieben. Ich bin der Kleine! Wer auch immer das mit der Bombe war, ich hasse dich. Ich mag dich. Mann. Ist doch nicht am gleichen. Warte, wie ich das hinten bin. Top Noah Shipping jetzt! Ey, yo. Jetzt hier. Immer diese Fuckboys hier, ehrlich. Oh. Ich hab meinen eigenen grünen Panzer mit meinem grünen Panzer zerschossen. Komm. Nein. Entschuldigung. Komm her. Ja. Geil. Verdammt. Dankeschön. Ich noch mal nach vorne. Ihr Scheißpisse. Entschuldigung, hab ich wieder Bronze. Grün Bix ist noch vor Mina. Mina ist einfach nur Scheiße. Willst du echt eine neue Lobby aufmachen? Will du eine andere neue Lobby, danke. Wir machen jetzt keine. Oder vielleicht rafft sie, was wir hier vorhaben. Das wäre auch mal ein Vorteil. Das wäre natürlich. Denn wenn wir jetzt alle den Schokosumpf aus, dann müsste ich doch raffen. Nee, ich glaube, die wollen den Schokosumpf spielen. Hey, die ist rausgeliebt. Besser ist das. Besser ist das. Ja, Mann. Ich doch gleich safe irgendjemand anderes. Wir werden später suchen, wer diese Mina in der Freundesliste hat. Echt so? Ehrlich gesagt, safe meine. Bei mir ist niemand online gegangen, deswegen. Keine mir ist nur Cliffy online gegangen, aber die hat eine Legende. Das Ding ist, in meiner Freundesliste. Mir ist nur dieser komische Taube, Igler, Igel, Noah und Johnny online gegangen. Wo hat sie verliebt? Der Bodensieger. Alter, das ist ein Baum! Wer hat einen Baum auf meinen Schokotal gepflanzt? Das ist Schokolade, sieht nur aus wie ein Baum. Baum, Schoko? Ich hoff's. Alter, wenn ich hier nicht einen Dickmann in der Ecke sehe, ne? Alter, Paar! Oha, diese Klippe jetzt! Ist das dieselbe Strecke? Ich wollte gerade sagen. Oha! So widerlich. Oh ja, es ist dieselbe Strecke, aber viel, viel geiler. Alter, oh mein Gott! Ja, das war wie cool! Oh mein Gott! Ich dachte, das ist jetzt wirklich wie im DS. Du fährst so die ganze Zeit an der Oberfläche. Alter! Yo, das ist einfach richtig geil! Oh mein fucking! Das ist ja mal ultra mega mäßig geil! Oh Mann! Ey, Jungs, die Strecke ist verkackt. Man kann niemanden mehr runterkicken von der Schlucht. Scheiße. Oh mein Gott, man kann ja endlich mal richtige Stunts machen. Ja, aber man kann die Leute nicht runterkicken. Das war das geilste Sache, wenn man die Leute von da oben immer runtergekickt hat, dann wurden sie von keine Ahnung, Platz 2, Platz 8. Ja, das ist bestimmt fair oder so. Darüber kann man den wechseln, weil die Strecke an sich halt saugeil ist. Ich bin mich einer der wenigen Menschen, der manchmal in Bananen reinfährt, Alter. So keine Sorge, ich bin gerade auch mit Banane reingefahren, weil ich genau hinter Taube war. Ja, ich hab hier Bein gesessen. Nein! Nein! Nee, es war nicht nur. Das war ein anderer Gold Mario. Das ist doch mal einer von der Erster sein! Du hast aber nur den Stück. Oh mein Gott, die Steine machen sogar kleine Krater in dem Boden! Ja. Zählt ihr jetzt erst auf? Ja. Das hört ihr jetzt erst auf. Das ist aber die Bananen generell auf allen Strecken. Tom, einfach der Professor der Videospiele. Ja. Verpiss dich, Noah. Wisst ihr, ich glaube 90% denken sich jetzt gerade, Mann, sind ja eigentlich alle behindert. Das war bei Malcolm Tour auch schon so. Und ich denke mir so, ja, ich hab das Spiel gestartet, macht da nichts vor. Ich bin hinter dir, das Spiel. Schwarze Holy shit! What the fuck war das gerade? Junge, Tour ist so, wir haben gerade. Ich passt einfach auf meinen Arsch, ey. Halt, ich bin mal hellblau. Ja. Gehst du heute Risiko? Ich geh Risiko, ich bleib schwarz. Könnt mich mal mit der Rot. Ich bin ich hab's gesehen, Flonk, das war mächtig. Wer ist das hinter mir? Luca! Nein! Warum spielst du Piss euch! Alter, warum? Können wir kurz darüber reden? Immer wenn Flonk an mir vorbeifährt, wirklich immer, hat er einen Stern. Ja, bei mir auch. Ich sag einfach das erste Mal, dass ich einen Stern in diesem ganzen Spiel hatte. Heute. Immer ein Stern, immer ein Stern. Erster Platz, ja. Flonk, du bist halt mein Stern am Sternenhimmel, Mann. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Ich hatte einfach gerade den Instant. Guck, ja!
Okay, warte, ich muss den Fernseher lauter machen. Leute, wir halten jetzt bitte alle auf einmal die Fresse, bitte. Wir müssen das jetzt genießen. Alter, zwei Mario Kart 7 Strecken in einem Cup. Alter, das Team ist super, der Release ist super. Ich höre es nicht. Ich höre es nicht, weil sonst die Audio über Discord laufen. Leute, ich muss euch aber schon mal eines vorwegnehmen. Wir werden nicht von einem schwarzen Obama überfahren. Ja! Leute! Ich bin bereit. Was sind das für Viecher? Das sind die aus Mario Sunshine. Nein, ja, die genau. Da links. Ja, schaut. Wo sind meine Mädchen an den Wänden? Wir sind doch gar nicht so weit, geduldet dich, du kannst gleich aufregen. Einfach den Shotgun genutzt. Oh mein Gott. Alter, du kannst immer noch hier an der Seite fahren, ja geil. Alter, oh Gott, ich komisch liebe alles von dieser Map. Was kann man noch an der Seite fahren? Verpiss dich! Ey Mann, man kann aber nur noch übelst dich nur so ein kleines bisschen an der Seite fahren. Das, oh Mann, das haben die voll kaputt gemacht. Ja, man kann nur noch so einen Meter hochfahren, ey. Ja, ja. Aber das beste Gimmick hat... Aber ich muss ganz im Ernst sagen, ich finde es tausendmal besser, dass die Autos jetzt stehen. Nein, oh mein Gott, was ist das? Nein, das heißt, das alles... Und da fehlen die Mies! Bitte, Flo, bitte. Also, Alter! Map sieht recht leer aus, ich weiß nicht. Ja, Peter. Ja, ich glaube, aber du musst nein! Hesh! Ich bin über dich gefahren, wie? Ja, das überfahren! Mich hat schon wieder ein Schwarzer mit Bananen in der verfickten Promenade abgeworfen. Tom Ten, Johnny Zitate. Ey! Ich hab schon wieder so einen Goldenen mit Bananen abgeworfen. Immer diese Goldenen, ich hoffe, die werden ausgemerzt. Mein Rassismus geht noch gegen Goldene. Scheiße. Immer diese Goldenen. Gegen Goldene und Waluigis Entwickler-Card. Die armen asiatischen Italiener. Ich sehe warum nicht. Italiener? Weil Mario Italiener. Hä, Mario kommt aus Brooklyn, der ist kein Italiener mehr. Brooklyn? Ja. Ich hab schon wieder einen mit dem Panzer im Klamotten-Store abgeschossen. Wisst ihr, wie geil das eigentlich wäre, wenn Mario aus Queens stammen würde? Vielleicht tut das. Aber halt italienisches Queens. Der Kugel, der Pfund ist ja absolut Kugelmillionenfreund. Ich hab den eigentlich das erstmal voll gegengeknallt. Schau mal oben lang. Oh mein Gott, okay, man kann die Autos mit einer Hupe hochschleudern, ich bin zufrieden. Oh mein Gott, wie weit man einfach fliegen kann. Ich könnte einfach ein bisschen Autos fliegen. Ja, das war mein Konzept auch schon so tatsächlich. Johnny hat sich selber abgeschossen. Halt die Fresse! Ich merke schon, es ist heute nicht mein Tag. Johnny, kurze Frage. Glaubst du... Flieger vor mir! Flieger, du Hurensohn, bleib hier hinten, ey. Ja, was? Gab's denn MK7 in der Kokospromenade die Mies? Ja, da waren die genau wie im Retail. Oh. Memes. Tokyo Tempo. Oh nein, ich hab's keinen Bock auf die nächsten Map. Wir in diesem einen Chemtex-Video. Also ich schwöre bei Gott, wenn es jetzt schon wieder so enden wird wie in Paris. Wenn das schon wieder so enden wird wie in Paris. Nein. Wir spielen jetzt normal denken auf der dritten, okay, wir haben's und dann wird's einfach rumgesehen. Was meinst du mit Paris? 1939, oder? Das war eine gute Zeit, also ich muss sagen, diese fünf Deutschen. Das war eine Schniederlande. Ey, aber eins muss man sagen, bis Japan haben wir es nie geschafft. Können wir den Bagger bitte zurückhaben als Fahrzeug? Oh mein Gott, ja. Ja, können wir endlich Spike bekommen? Wir sollten Spike in Mario Kart DS bekommen, aber haben wir ihn nicht bekommen. Oder ein Panzer. Ich würde sowas von viel für den DLC ausgeben, wenn es die alten Fahrzeuge schon gäbe. Das würde oder einfach Rob. Wusstet ihr eigentlich, dass Waluigi erst gar nicht für Mario Kart DS geplant war und Spike, also der aus dem allerersten, wie heißt das? Aus Wrecking Crew, dieser Spike, dass der eigentlich Fahrer werden sollte? Ey, was wäre Spike? Aus Wrecking Crew, der Typ, der dich verfolgt hat. Was ist Wrecking Crew? Na, das Spiel, wo du mit Mario die Finger mit dem Hammer kaputt machen musst, dieser Cage-Spiel. Keine Ahnung, was wir machen. Dafür gibt's sogar eine Smash Bros. Map. Ja. Ja, ja. Wer hat von uns nicht Smash gespielt? Ey, die Runde ist ja wirklich jetzt anders. Ja, was ist das? Ah, Japan. Die Stadt mit den fliegenden Steinblöcken, die alle umbringen auf den Straßen. Ja, okay. Deswegen müssen die alle machen. Und was haben die alle? Bomben sind super. Hat Japan eigentlich das Copyright für die Strecke auch erlaubt? Also. Ich weiß es nicht. Von Ryan Fridge,
Ja gut, aber wahrscheinlich weiß ein japanischer Entwickler das, let's go. Hello, ja, in Frankreich ist sowieso die Regel, ja nimm halt. Nimm halt und lass es in Ruhe. Lass es in Ruhe, Leben. Ich hoffe, im Mario-Kontur gibt es einen Lichtenstein-Map. Fuck! Ich halte in die falsche Richtung. Oha, wenn ihr diese Lichtenstein-Map so zu... Wenn so eine Strecke, die einfach so richtig kurz ist. Leute, wenn ihr diese, Ding passiert, diese Barrieren, dann werdet ihr automatisch einfach von Kugelbilly einfach zurückgeschossen. Kugelbilly? Das ist episch. Was für Barrieren? Vom Lakito meistens, oder? Ja, vom Lakito, danke schön. Achso, ja. Nochmals! Weitergezogen, jawohl! Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass beide einfach so mit so roten Schranken haben. Auf dem Sektor. Noah ist ja Donkey Kong geil. Hä? Was? Was ist denn dann im Kommen? Ach so. Du bist auch in der Donkey Kong Wichser. Ja, aber ich war in der Noah. Aber in der gesamten Tabelle bin ich. Nein! Kann ich noch raus? Pilz, was? Was? Nein, ich kann die Schränke nicht mehr wechseln. Ich hab außen drauf gedrückt. Egal. Ich hab gehört, ihr wollt nochmal nach Tokio, Jungs. Wartet, ich muss rejoinen. Nein! Wo bist du raus? Mein Internet hat manchmal so kurz ein Disconnect. Nein. Nice. Eine Sekunde. Jammerschade. Jammerschade, woher kommt das nochmal? Jammerschade. Jamba-Sparbo. Ja, hier. Fehler bei der Datenübertragung. Oh mein Gott. Gute Nacht. Wir haben schlechte Nachrichten für dich. Ja. Die Runde ist schon angefangen. Nein, sie geht gerade los. Und wir haben leider nicht Tokio bekommen. Oh mein Gott, das ist der Pilzfass aus DS? Oh mein Gott. Ja. Flock ist ein Schnellschalter. Schau, beim Wartenzug macht dich bereit. Ja, los, hol deine Rennen. Alter, habt ihr Bock gegen Pilot zu fahren? Nee, das war die andere Strecke, oder? Nee, das war Pilzbrücke. Das war eine andere Strecke. Ja, das war Pilzbrücke. Ja. Das hab ich tatsächlich bis heute immer noch nicht. Gab's aber auch in DS. Ja, das war ja die mit Wickler. Oh Mann, das wollte ich nicht verarschen. Wickler-Mission hab ich nie freigeschaltet, weil ich nur... Ich hab jetzt so eine Zuschauermusik, ich hör den Gang an. Besser so, Zuschauermusik? Ja, ich hör die so Fahrstuhlmusik gefühlt. Ich hör das Theme von der Strecke nicht. Oh. Scheiße. Episch. Aber die Musik ist mega! Ich weiß! Ich hab von LKW welcher Propellerpilze verkauft, ich finde das magisch. Ja. Aber ganz ehrlich, ich genieße das gerade hier übelst, ne? Das ist so eine Ultra-Nostalgie für mich. Yeah. Ja, für dich. Nicht für euch. Nein. Hör nicht, da kommt nur was aus. Oh mein Gott, ich sehe eine perfekte Abkürzungsmöglichkeit, wenn man so ein Surfbrett-Auto genau an dieser Klippe steht. Au. Oh, warte mal, Flo, kannst du bitte mal weg von meinem Arschloch gehen? Danke. Hey, yo. Möchtest du da jemand anderen haben? Ich frag für einen Freund. Mann! EK hat aber auch was. Der möchte mir ein Item geben. No. Danke. Oder ist eine Rampe mit einem Gleiter hier an der Seite. Ah, cool. Die mussten es ja einbringen. Ja, aber ich bin enttäuscht, dass du noch keine generischen Gravity-Einlagen hat. Na gut, ich meine, das Gravity-Feature macht das auch so vom Gameplay her nicht viel. Ich weiß, aber sonst haben sie es ja wirklich in jeder Strecke versucht, generisch einzubauen, obwohl es überhaupt nicht gepasst hat. Ey Mann, ich dachte, man kann auf diese Röhre, wo der Luft rauskommt, irgendwie. Wenn er hochfliegt, aber irgendwie war es zu langsam. Also ich möchte kurz anmerken, meine lieblingsgenerische Gravity-Passage war die auf Marios Piste, wo sie Marios Piste einfach kurz mit so einer Zange angehoben haben. Wow! Ja. Ich meine, sie hatten einfach die normale Map und dachten so, okay, wir müssen jetzt irgendwie dieses Spiel da einbauen. Wir nehmen einfach den Part und machen sie nie genug. Fertig. Nice. Map Rise up. Das ist, Mario ist ein 5er Item-Block. Oh. 5er Item, glaube ich. Es ist so eine 5er Reihe. Halt. Ja. Aber ganz selten, ich genieße das gerade hier richtig, der Sonnenschein. Kann ich. Die Sonne scheint, hier ist warm, alles ist voll. Die Vögel ein Zwitschern. Kommt das eigentlich von Jesus vor, oder sind die Autos scheiße langsam? Oh mein Gott, das ist schon immer so langsam. Geil. Die waren dann jetzt halt schneller, oder? Nein, die waren jetzt halt schneller. Ja, komm her! Yeah! Und da nimmt man einmal einen Shortcut, dann wird man abgeschossen von diesem Bastard! Hey, kannst du aufhören, Noah so zu beleidigen? Das bin ich. Hallo!
Ich hätte jetzt testen müssen, ob man am Ende einfach noch so vor der Zielgerade so an der rechten. Ja, das habe ich im DS-Teil auch immer gemacht, wirklich immer. Oh, kein Piste, Jungs! Oh, kein Piste! Ich weiß nicht, was das für eine Map ist. Ist die aus MK7? Nee, das ist nicht die aus MK7, das ist die aus GBA. Ja, das ist die, die aber auch schon in DS-Teil vorhanden war. Ja, die gab's nicht auf dem DS. Doch, die gab's auf dem DS. Die gab's auf dem DS, ja. Nein, doch, ja. Doch. Ich kann mich immer an die Mission erinnern. Die Wolkenpiste gab es definitiv in meinem Kopf. Können wir ganz kurz darüber reden, dass die Mission aus... Ja, alles gut. Das auch. Halt sich jetzt geil los. Oh mein Gott, ich lieb das gerade alles. Oh wow, die Wolken haben Texturen. Das ist nicht wie bei Game Freak. Was willst du Wolken auch für Texturen geben, Mann? Ja, siehst du doch hier. Also Game Freak, ich möchte, dass ihr bitte meinen Sauerstoffpartikeln bitte den vernünftigen Shader einbaut. Gerade geflogen, Alter. Das hat niemand gesehen. Wisst ihr, was mich bei Game Freak enttäuscht? Sie haben meinen Sauerstoffpartikeln keinen Shader gegeben. Oh Mann. Scheiße. Warum denn? Minus 5 von 10, Alter. Ich glaube, wir teilen nicht, sind super viele Abkürzungen, ey. Richtig geil. Oh mein Gott, die Musik ist super. Yeah. Ui. Donny, kommt nach. ich mag mich vor Flonk einfach 30 Kilometer vor uns irgendwie. Ich schon. Bye bye. Dieser, ich schwöre, dieses Blatt hat dieselben Physics wie die Mushroom Gorge aus Wii. Yeah, ja. Johnny, ich glaub, noch schlimmer. Ja, oder das. Macarena. Macarena? Nein, hör auf mich abzuschießen! Macarena. Hey. Hier, noch einer. Tome, du weißt, ja, was du tun hast. Nein! Wer hat mich gegen die scheiß Ranke geboxt, Mann? Oh Mann, ich hab auf der Wolke übelst langsam. Nein, verpiss dich! Tapis, ich lass mich in Ruhe. Du hast eine Freundin, Alter. Geh raus da. Hier. Oha, jetzt hat die Blätter jetzt bouncen. Ach, mach ich schon, ich hab drei rote. Ich seh nichts. Perfekt. Ich auch nicht. Was war denn da jetzt? Oh man. Geil. Meine armen Piranha-Fans wurden gerade so gefisst. Hallo. Jetzt ist schon ein Computer vor mir. Komm schon, Tobe! Tobe, zeig sie! Weil ich hab auch mal zu schießen! Der ekelhafte Mistgeburt, ne? Komm mal los, Junge! Wieso schreit ihr eigentlich alle so ultimativ? Es ist Mario Kart, das muss. Das muss. Was ich muss, hab Igel noch nie so energisch gehört. Boah, ich werd das gewinnen. Ich werd das. Vielleicht überhole ich noch Bowser. Entschuldigung, wir haben noch einen Pokal. Ach, ich hab ihn so auf 8 Strecke eingestellt, weil ich dachte, wir machen jetzt so die 8. Ach, der selber eine Pokal, den Flonk niemals haben wird. Ich hab das voll vergessen. Sorry, das ist ja ein Stück Scheiße. Schade. Schade stand da. Alter, schaut mal, wie die Boys so reinlaufen. Oh, hallo. Sieht auf Flonk. Hurra. Hurra, die Feuerwehr ist einfach mal aus dem Rausgehen mit Bewegungsstörung spulen. Mit Bewegungsstörung. Alter, was für Bilder soll ich jetzt eigentlich am Anfang des Videos für Taube und Dings reinpacken, ey? Ninja Taube und Igler. Oh, für Igler habe ich ein Bild. Ja, komplett neu. Für mich hast du ein Bild? Warte, es gibt komplett neue Strecken hier jetzt auch. Ja, das ist fürs Video. Meine sexy Visage hast du. Ja, reicht mir. Letztens hat mir Alex einfach ein Bild von dir geschickt. Ich war voll verwirrt, wer das her hat. Der Alex hat. Oh Gott, ich immer Ika. Über mich geredet. Das ist ganz nervig. Ich kann dir theoretisch ein gutes Bild schicken. Aber das ist halt. Ehrlich, ich blende einfach eine Taube ein. Das genügt mir. Ja, oder so. Wundervoll. Ja. Ich liebe übrigens diese Strecke, die ist absolut wundervoll. Wir brauchen ich hab die noch nicht. Da oben ist Varios Nase als Knoblauch. Natürlich ist es wundervoll. Oh mein Gott. Stimmt, oh mein Gott. Das sehe ich jetzt. Super. Ich mag, dass ich direkt einen Boost holen konnte. Wie geht's hier? Aua! Ihr freut euch auf 90 Grad Kurven.
Oh, oh mein Gott! Junge, wie funktioniert die Treppe? Die sind sehr gut. Funktioniert. Step by Step Block. Step by Step. Ist ja richtig cool. Was? Oh lol, man kann einfach runterfallen. Ah, Japaner und ein doppelter Boden. Jungs, Musikcheck. Die Musik ist super. Ich höre nichts. Das ist voll geil. Alter, wie geil ist diese Strecke, oh mein Gott. Ich liebe dieses neue Gimmick, hä? Die ist auch komplett neu, ne? Machen wir danach, also machen wir danach ein Statement zu dieser Strecke und wie viel ist? 7. Ich höre runter. Das ist ein Statement. Der Skala von 1 ist 7. Ich liebe diese Strecke. Können wir die bitte nur noch spielen? Fettes Stück? Nein, ich bin jetzt schon überfordert. Long. Du bist so fett. Wir brauchen einfach mehr von dir, weil du so sexy bist. Warte, wieso bin ich hier? Alter, lass die erotischen Rundungen. Ich bin so sexy. Aber man kann da rechts. Oh Gott, diese Map verwirrt mich so. Blöd, man kann da unten auch noch lang. Oh! Gott. Ja, jetzt hab ich auch aufspießen. Ich will meinen Pilz eigentlich gar nicht einsetzen. Der scheiß 90-Grad-Kurven, ehrlich. Hä, ich mag diese Scheiße, als sie da in der Luft fliegen. Ja, ist das super. Komm mal rum, hey, Igna. Bam! Nein, wer hat denn meine Humpe genommen? Oh, man kann hier hoch? Oh, das war eine kurze Form. Man kann überall hoch gefühlt. Man kann überall hoch und runter. Auf und nieder. Nein! Ich hab's gefühlt, wenn wir bestellen, dass die Map so linear ist. Nochmal 30 Alter, hier gibt diese Musik. Ich weiß nicht, was ich in meinen Videos verwenden werde. Geil, ich liebe diese Musik gerade. Ich hab voll Probleme mit der Map gerade. Ja, nein, hör doch auf! Ich fall immer an derselben Stelle runter. Das ist so unmöglich. Och, nö. Da geht es auch direkt. Ja, ich werde die dann die nächste Frage finden. Ey, ich muss mir gerade vorstellen, diese Strecke mit Mario Kart Tour Steuerung, da hätte ich gar keinen Bock drauf, Mann. Ja. Ist das aus Mario Kart Tour? Ja. Nein, ist nicht aus Tour. Nein, doch. Ich dachte, die machen keine komplett neuen. Doch, das ist eine neue. Also da stand halt kein Icon dran. Bei den Maps steht ja immer dran, dass sie irgendwie aus dem. Ich dachte, da kein Icon dran stand. Ich dachte, da stand nichts dran. Ich bin mir aber sehr sicher, die in Mario Kart Tour gesehen zu haben. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung vom Tour, aber da stand halt kein Icon drin. Bin jetzt davon aus. Ey, ich fahre jedes Mal an der gleichen Stelle runter. Was soll das denn? Oh, ich habe gerade mit meinem grünen Panzer meine Rote abgekoppelt. Nein! Und dann wird der Pilz geklaut am Arsch. Ficken Sie sich in den Pilz. Ich glaube, das ist so eine Map, wenn ich jetzt ein Kind wäre, so, ich würde einfach 90 Stunden damit verbringen, hier die ganze Zeit rumzufahren, mit alle Details. Fuck, ja, definitiv. Ja, yes. Ich so Zeit fahren. Let's go. Let's play Zeitfahren. Ich muss jetzt auf die Toilette. Let's play Zeitfahren. Das Video ist eh zu Ende, was war's denn jetzt? Das waren alle Strecken. Also, das waren alle Strecken. Was ist euer Statement? So, tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, tschüss. Das war mein Stint. Wir sehen uns dann, wenn das nächste Schnackpack rauskommt. Taube, ja, was ist dein Statement? Oder deine Meinung zum. Also, die Stages, die es bisher gibt, sind eigentlich super cool. Auch vor allem die ganzen DS-Stages, weil ich halt früher als Kind so den DS-Teil gespielt habe an sich. Und anscheinend die neue Strecke Ninja Dojo, wo kein Icon dran ist, die nicht aus Tour kommt. Ihr kommt aus Tour, Johnny. Akzeptier's. Es wird noch erklärt. Ich würde sie mit 8 von 10 bewerten. Und generell die Stage, die Map so 7 von 10. Ich möchte kurz anmerken, dass ich das Video beende in der Nintendo Switch-Uhr. Geil! Ich möchte mir anmerken, dass ich das Video beendet habe, als du das gesagt hast. Wow.